Genau, und das hier ist auch Schwachsinn. So. Einsammeln. Hinlegen. Shotgun Shells, da. Waffe wechseln. W-Tasten drücken. Nö. Controls. Sehr intuitiv. Da. Bam. Boah, die trifft sogar mehrere Ziele auf einmal. Das muss richtig praktisch sein, so gegen so eine ganze Horde von denen. Also ja, doch, die Combat Shotgun gefällt mir. Ich brauche mehr Eisenplatten. Oh, oh, nicht Sachen abbauen, wenn man nicht weiß, was drin ist. Das hätte in die Hose gehen können. Davon ein paar. Oh, das ist nicht gut. Ich habe hier was kaputt gemacht. Du hör auf zu arbeiten. Du hör auf zu arbeiten. Ja, die haben nämlich außen keinen Platz mehr. Das Feld muss innen befüttern. Das Problem hatten wir schon mal. Ich weiß gerade nicht, wie ich es gelöst habe. Tu jetzt bitte da die Platten rein. Also du musst auf das innere Band. Das heißt, wir müssen das innere Band kurz so machen. So. Dann brauchen wir hier ein unterirdisches Fließband, das... Nee. Wir brauchen hier ein unterirdisches Fließband, das da rauskommt und dann hier sich dreht, da drauf und dann von hier in das Band befüttert. So. Richtig. Da landen jetzt innen die Kupferplatten und außen landet der Draht. Okay, gucken wir mal. Und wir sollten natürlich alles mit schnellen Bändern machen, aber die haben wir gerade nicht. So, da, da. So. Nein, nicht da. Na, alles vermurkst hier. So, weg. Gut, klappt. Das hätte im Chaos enden können. Und wir haben jetzt schon richtig viele neue rote Tränke. Das ist gut. Kupferplatten dahin. Wofür brauchten wir die roten Engines? Ach, hierfür. Ja, gut. Stell das mal her. Dann hätten wir noch gerne Eisenplatten. Warum sind hier Eisenplatten auf dem äußeren Fließband? Das ist nicht schön. Die müssen schon eine ganze Weile da gewesen sein, hm? Ach, da sind noch zwei. So, von Hand füllen. Du da drauf, du da drauf. So. Okay. Roboter sind alle am Wuseln. Brauchen mehr Strom, brauchen mehr alles. Ach, hier. Wir haben jetzt ganz normal in unserem Inventar ein Logistikfeld. Mit nur 5 Slots, das ist wenig. Aber na gut, ich hätte gerne Eisen, durchgehend 100 im Inventar. Ich hätte gerne Kupfer, durchgehend 100 im Inventar. Ich hätte gerne Kohle brauche ich nicht, Stahl. Hätte ich gerne 100 im Inventar. Chips hätte ich gerne 100 im Inventar. Und rote Chips wahrscheinlich auch noch. Hm? Batterien hätte ich auch noch ganz gerne, Plastik hätte ich auch noch ganz gerne. Ja, okay, sagen wir mal rote Chips erstmal. Und Logistik-Slots lohnt also definitiv zum Aufstufen. So, was passiert jetzt mit mir, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Theoretisch müssten noch gleich Roboter angeflogen kommen und Sachen in mich reinstecken. Was bestimmt komisch aussieht. Also nicht im Spiel. Im Spiel werden sie einfach über mich rüberfliegen und das Ding auf mir abladen. Aber ich stelle es mir halt in-game. Roleplay-technisch interessant vor, wenn man durch die Gegend läuft, ein Roboter kommt angeflogen und steckt einem 100 Computerchips in die Tasche. Stopf. Aber irgendwie kommt keiner. Also ich habe auch wahrscheinlich fast alles. Nee, ich habe nicht genug Eisen. Eisen ist allerdings auch nicht im System angeschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen eine von den Eisenkisten, wenn es da dann eine gab, genau hier ist eine.
Eine. Oh, da, ich werde mit Chips befüttert. Nom nom nom, nom nom nom. Das ist ja geil. Also die Roboter sind cool. Ich hätte es nicht ganz so exzessiv machen sollen mit der Roboterabhängigkeit, also wesentlich mehr mit Verknüpfung unter den Compartments arbeiten müssen. Aber als Ergänzung und Spielerbefüllung und Reparatur der Anlage und so weiter, das ist echt super geil. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Eisenplatten. Die folgen mir. Ja, ich kann sie verarschen. Nee, kann ich nicht. Wie cool. Wenn ich zu sehr rumlaufe und zu viel rumwusel, merken die, dass es zu lange dauern würde, mich zu befüllen und machen erstmal eine andere Aufgabe. Die sind richtig pleatsch, die Jungs. So, da rein. Jetzt kommen sie wieder an. Nom 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 nom. Sehr schön. Auch wenn das jetzt gerade nicht so toll ist, weil die Roboter eigentlich an wichtigeren Dingen arbeiten sollten als an mir, aber naja. Ein Roboter haben wir. Nee. Flying Robot Frame. Ich glaube, wir sollten dafür eine Fabrik herstellen. Und so beginnt es. Roboter, die Roboter herstellen. Was fehlt hierfür? Eisen und Zahnräder. Achso, du bringst gerade Eisen. Nom. Eisen. Eisen habe ich genug. So, Zahnräder. 1, 2, 3, 4. Ich denke mal, zwei Fabriken werden da eigentlich schon reichen. Das heißt, wir könnten hier irgendwo wieder so eine Mini-Komplexanlage machen wie hier. Zum Beispiel hier. Weg, weg. Weg, weg. Und da kommen einfach nur zwei Fabriken hin. Naja, du stellst Flying Group. Da reicht eine Fabrik für, oder? Warte mal, wir haben jetzt noch die Roboter. Machen wir einfach mal eine Fabrik, die genau darauf ausgelegt ist, nur durch Roboter betrieben zu werden. Weil es halt Luxusgüter sind. Flying Robot Frames sind Luxusgüter, definitiv. Das heißt, hier machen wir jetzt Platz. Die Fabrik kommt. Mittig geht nicht. So und so. Ja, dann brauchen wir Requester Chests. Vier Stück. Du stellst bitte... Eine Fabrik für Roboports wäre ganz schön dekadent, ne? Eine Fabrik für Logistikbots, das macht allerdings Sinn. Logistikbots. Flying Robot Frames. Warte. Die müssen Abstand voneinander haben. So. Passt jetzt absolut nicht ins Muster. Ist aber ein interessantes neues Muster. Ganz viele rote Chips. Nom, 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 nom. Und das wollte ich so machen. Die sind zu weit voneinander entfernt. So. Mist, das geht nicht auf. Ich will, dass sie einen Abstand voneinander haben. Okay, zwei Abstand müsste auch gehen. Dann nehme ich da einfach die roten Ärmchen für. Ich will nämlich, dass die... Die da, die Flying Robot Frames, die hier produziert werden, gleich weitergereicht werden an das Ding. Und das Ding packt die dann in eine Provider Chest und neben einem Roboport kommt eine Requester Chest für Roboter. Und dann legt es die Roboter automatisch da rein. Sehr, sehr schön. So, du forderst an eine Armee aus Robotern, die die Menschheit ausrotten soll. So. Das müsste funktionieren. Du. Stell bitte her die lila Dinger. Mhm. Du befüllst die Kiste mit Robotern, die die Menschheit ausrotten sollen. Da. Das dahin, das dahin, das dahin. Das heißt, du brauchst jetzt noch. Achso, genau. Du sollst die Logistikroboter herstellen. Das heißt, du brauchst rote Chips. Du brauchst also eine Kiste, hier, die gerne rote Chips hätte. Sagen wir mal 10. Wie viel brauchst du? Ich brauche einer von denen.
2. Ja, ist ein guter Vorrat. Du brauchst grüne Chips. Oh, du brauchst viel. Du brauchst 1, 2 davon. Du brauchst erstmal mehr Kisten. Smart Chests werden gebaut. Und wir brauchen Licht. Da Licht. Interessantes neues Muster. Das geht auch. Geht nicht auf. Ah, ist alles doof mit der Zweiersymmetrie in dem Spiel hier. Licht weg, Licht weg. Brauchst keine Fließbänder, also können die Lichter wieder nach außen. So. Ärmchen. Befüttern. Du hättest gerne Stahl. 10 Stück. Du hättest gerne grüne Chips. Wie so viele andere Kisten auch. Das, Rot und Batterien. Du hättest gerne Batterien. 10 Stück. Und du hättest gerne rote Engine-Blöcke. 10 Stück. Und damit ist Skynet fertig, ne? Oder? Alle 4 Sachen werden angeliefert. Es wird ein Flying Robot Frame produziert. Der Flying Robot Frame wird da reingelegt. Oh, da oben fehlt noch ein Ärmchen. Der wird befüllt mit roten Chips. Es werden Logistikroboter werden hergestellt. Die Logistikroboter werden da abgeladen. Und die werden... Ah, hier unten fehlt es noch. Du hättest gerne Logistikroboter. Reicht. Wird dich hier eingeladen. Gut. Die roten Engines, sind die schon automatisiert? Sind die schon angeschlossen? Nein, sind sie nicht. Da kommt noch kein Roboport an. Das heißt, wir müssen die Engines da irgendwie wegbekommen. In die Nähe von einer Kiste, die zum System gehört. Und wir haben keine Energie. Weil wir nicht genug Wasser haben. Warum nur? Consumption 16. Ja, die Sachen brauchen wir alle. Es geht nicht anders. Solar Panels produzieren ein ganz kleines bisschen gerade. Wasser 0,1. Okay, wir müssten eigentlich das ganze System umbauen. Was sehr doof ist. Das sollten wir aber machen, wenn es gerade tagsüber ist und die Akkus alle voll. Achso, es wird gerade Tag. Akkus. Wie viele Akkus können wir bauen? 6. Ist nicht viel. Füllt euch mal. Und dann wäre meine Idee, dass wir... dass jedes davon ein eigenes Rohr bekommt. Und hier kein Splitter ist. Das Befüllen ist dann nur doof, glaube ich. Wir könnten das so machen... Nee, das müssen wir ganz neu machen. Ich hätte gerne vorher mehr Strom. Auch wenn es so ein bisschen ist. Britzel. Und ich hätte es eigentlich echt gerne, dass die Akkus über Nacht halten. Aber das ist glaube ich, echt Wunschdenken, dass wir das hinbekommen. Also wenn der Kommentar stimmt mit denen... Also die Akkus hier... Die reichen für 25 Sekunden. Wir haben inzwischen, ich glaube, 3-mal so viele Akkus. Das wäre aber trotzdem immer noch nicht sehr lange. Um da auf 10, 15 Minuten zu kommen, das ist... Ja. Ja. Also die sind schon wichtig, die Steam Engines. Ich schnapp mir jetzt mal ganz viele... Also erstmal sortiere ich mein Inventar aus. Einfach hier rein. Gib ihm. So, hier, freut euch einen Keks. Macht damit irgendwas Tolles. So. Dann nehme ich ganz viele Fuel Blocks. Nicht alle, weil ich brauche noch Platz im Inventar. So, Fuel Blocks. Dann... Runter. Brauche ich in meiner Hotkey-Leiste Pumpen.
Und ich brauche mehr Rohre. Die Rohre dürfen ruhig zusammenstecken. Rohr da. Ich brauche Eisenplatten. Eisenplatten. Boah, die sind... Achso, die wollen mir Eisenplatten geben. Ich könnte mir einfach die Eisenplatten nehmen, Jungs. Das ist sehr lieb von euch. So, stell Rohre her. Also. Kommst weg, kommst weg, kommst weg. Der ganze Wust hier kommt weg. So. Das wird jetzt Probleme machen. Ich hoffe mal, die Aliens greifen jetzt nicht an. Boiler brauche ich ganz viele. Und es wird viel zu viel Kohle in meinem Inventar abgeladen. Können wir auch Roboter so einstellen, dass die Sachen aus meinem Inventar rausholen? Das wäre echt super praktisch.